Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit meinem kleinen Grammtag hier beim Titan, zu dem ein paar Infos, so was ich jetzt alles so geschafft habe und was noch kommt. Ja, wie man sieht, Schar habe ich jetzt ein bisschen angemalt. Ja, sieht ja schon ganz nett aus, würde ich mal sagen. Und ja, fangen wir jetzt mal ein bisschen mit den Infos an. Also den Titan habe ich jetzt auf 57 schon längst gezogen auf Power Level. Jetzt kommt es nur bei mir drauf an, schön alles nach und nach hier abzugraden oder die Ausrüstung reinzupacken, die ich auch wirklich brauche und von den Perks her auch spiele. Ja, im Moment sieht das bei mir so aus. So spiele ich ganz gerne auch PvP, also hier perfektionierte Ausbruch, die Einsiedlerspinne, nochmal danke an Samael fürs Holen. Dann hier noch die Delirium. Dann haben wir hier natürlich hier einäugige Maske, auch sehr lustig im PvP. Hier habe ich jetzt eingebaut geschmiedete Maschinistenpanzerhandschuhe. Hier einmal Träumerei Morgenröte Panzer. Hier einmal Eisentribut Beinschienen und dann hier einmal alte apokalyptische Zeichen. Es ist noch nicht ganz perfekt, was ich hier gemacht habe, aber wie gesagt, das Implodieren kostet Geld, deswegen muss ich hier mal warten, was jetzt irgendwas droppt, was in der Richtung 57 Power Level ist, ja, und dann muss ich gucken, ob die Perks passen, weil so viel Implodieren wollte ich nicht, weil das, wie gesagt, kostet ja immer schön Verbesserungskerne und auch Material. Ich habe zwar jetzt noch genug Verbesserungskerne übrig, 154, aber ich habe auch schon ordentlich ausgegeben. So, zudem habe ich noch die Dorn geholt, gestern mit Hoga und Marek habe ich zusammen geholt. Das war doch schon im Endgegner eine kleine Qual, das zu holen. Ich habe es eigentlich auch aufgenommen, aber ich lade es nicht hoch, weil wir haben 5 Versuche beim Boss gebraucht bei Sabotun. Und links und rechts kommt ja dann die Ritter. Das Geilste ist, wir haben den ersten Run gemacht, wussten aber nicht, dass wir noch warten müssen, bis Sabotun sich das Schild setzt und dann zurückgeht. Und dann müssen wir die Kugel aufsammeln und hinten reinstopfen. Und dann kommen links und rechts dann die Ritter. Wussten wir nicht, wir haben Sabotun so weggeballert, Damage rausgehauen und dann war es das. Ja, leider kamen dann die beiden Ritter links und rechts nicht. Somit muss man die Mission nochmal spielen. Und dieses Blackout, was man hat in dem Strike, schafft mal der Schreie, also halt den veränderten Strike von Sabotuns Lied hier, war halt nicht so einfach. Aber richtig schwer war es beim Endgegner. Wie gesagt, weil die kleinen Ads haben einen wirklich mal weggeschnitzelt. Das hat ganz schön genervt. Aber ihr werdet das wahrscheinlich auch nochmal erfahren und habt schon erfahren. Aber das ist hier die Dorn-Handfeuerwaffe. Auf einen Feind loszugehen, bedeutet ihn nicht als ebenbürtig zu betrachten, sondern als Objekt ohne Geist oder Bedeutung. 13. Einsicht, 7. Buch der Trauer. Wir gucken uns mal eben kurz alles an hier. Zeichen der Verdammnis, Geschosse durchdringen Ziele und verursachen Schaden über Zeit. Kills mit dieser Waffe hinterlassen Überbleibsel. Okay, dann haben wir hier nochmal Korkenzieherdrall, hier noch verbesserte Geschosse, dann einmal Seelenverschlinger, dann hier einmal texturierter Griff. Es gibt auch noch Ornament, leider habe ich noch keins, aber sonst sieht die Waffe eigentlich ganz schick aus. Ich hatte ja auch schon einmal im PvP gespielt im Eisenbanner, aber habe mich noch nicht so überzeugt. Da muss ich wohl noch ein bisschen mit üben mit Handfeuerwaffen, aber wie gesagt, das ist jetzt zumindest schon mal hier im Inventar drinne bei mir. Das ist schon mal okay. Wie gesagt, die Wahrheit-Quest fehlt mir hier auch noch und noch viele andere Sachen. Ja, zur Wahrheit-Quest wollte ich gerade sagen, nein. Hier die Wendigo GL3, da bin ich auch gut dabei, ja, da muss ich nicht mehr viel machen. Hier die Werner-Beutzüge habe ich mittlerweile auch fertig gekriegt, da muss ich auch nochmal irgendwann ein Video aufnehmen, die Sachen alle einsacken und auch den Loot. Aber hier einmal, wie gesagt, hier die Kartenfragmente habe ich noch nicht fertig gemacht, aber kommt irgendwann alles. Aber die Wendigo, da bin ich auch schon gut weit, wenn ich das denn jetzt finde. Ach, da oben, okay, ein Geschenk für die Würdigen. Wie gesagt, ich brauche nur noch Multikills. Und zwar 89 Multikills, dann habe ich diese schöne Wendigo GL3 auch. Da freue ich mich jetzt schon drauf, ja. Weil die soll ja sehr gut sein. Aber als Pendant gibt es gerade im Eisenbanner Rabenschwarm als Granatenwerfer. Der soll halt noch besser sein. Und ja, wenn die richtigen Perks oder halt richtig abgehen. Apropos Rabenschwarm, ich muss mal gucken, ob ich den überhaupt vielleicht auch schon im Tresor habe. Ich gucke mal eben nach. Das ist ja auch ein kleines Infovideo hier, nicht nur im Grammtag. Ich gucke mal nach, ob ich die hier irgendwo rumfliegen habe hier. Hier sind schon ein paar Eisenbannerwaffen. Die hier wieder immer rumschieben. Rabenschwarm, da ist eine. Thermoplastische Granaten und Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Es gibt da ja eine Konstellation, die braucht man auch irgendwie mit Spitzgranaten. Ich weiß nicht ganz genau, was das hier ist. Mini-Splittergranate, thermoplastische Granaten, Gegengewicht. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, Ursprung. Ja, ob die jetzt die Perks sind, die man braucht, weiß ich gerade nicht. Oh, das sind die 2 Server werden kontaktiert. Das ist gerade nicht so gut. Vielleicht fliege ich gleich raus und mache gleich direkt weiter, macht nichts. Hoffe ich nicht. Aber wie gesagt, Rabenschwarm mit den richtigen Perks. Ich weiß nicht ganz genau mehr, welche Perks es genau waren. Auf jeden Fall, die braucht man. Jetzt fliege ich hier wieder raus. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Kennt ihr das vielleicht auch? Baboon-Fehler kommt immer wieder, ganz schön oft bei mir. Ich weiß nicht, was bei euch auch so ist, aber es ist jedes Mal, wenn ich in Destiny neu reinlade, so wie jetzt auch, das war das erste Mal, dass ich in Destiny reingeladen habe, kommt dieser Fehler, ja, und ich fliege immer raus. Und das ist richtig abnervend. Ich weiß nicht, ob es an die Destiny-Server liegt, dass halt im Moment wieder so viele Spieler das Spiel spielen, oder ob es an meiner Leitung liegt, weil der abends hier jetzt auch immer noch Rückwegstörer stört hier im Netz bei mir. Das heißt, ab und zu abends habe ich das Problem halt, dass ich hier auch schlechtes Internet habe, aber
nicht so dolles, schlechtes Internet, dass sich eigentlich gar nichts mehr geht. Das ist ja die Sache. Und ja, dann habe ich ja das Problem wie jetzt, dass ich wieder Babunfehler kriege und ja, erstmal auf dem Schlauch hänge. Ich hoffe, meine Joint gleich wieder zurück. Normalerweise klappt es ja immer, aber ich habe den so oft mittlerweile. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe so oft den Zeiger. Macht ganz schön viel kaputt. Auch Aufnahmen macht das kaputt oder auch wichtige Matches macht das kaputt. Das ist schon ganz schön nervig. Und ja. Ja, wie gesagt, inventarmäßig sieht das alles gut aus. Hier oben sieht man schon die ganzen Engramme. Primus und Engramme natürlich immer rauskloppen, wenn ihr die bekommt, weil die sind immer mit höherem Powerlevel. Und die werden wir gleich alles einlösen, wenn ich dann langsam mal jetzt wieder hier auf den Turm komme. Aber anscheinend wohl gerade nicht. Hallo. Doch, jetzt. So. Wie gesagt, sorry dafür. Ja, kann ich nichts für, aber ich lasse es jetzt einfach so laufen. Als Beweis, wie gesagt, es ist richtig nervig. Ich weiß nicht, was bei euch auch so ist, aber. Boah, ist das nervig. So, jetzt machen wir es aber erstmal kurz schnell Loot ab, nochmal eben schnell. Und zwar kann ich den Schmelztiegel zurücksetzen. Dort habe ich dann den höchsten Rang jetzt auch erreicht. Das machen wir jetzt auch mal zurücksetzen, mal eben hier schnell. So, Tapferkeitsrang zurücksetzen. Das machen wir mal eben. Natürlich, Eisenbahner muss ich auch noch ganz viel spielen. Da habe ich eine ganze Beutezüge noch übrig, die ich noch machen muss. Aber das kommt alles nach und nach. So, da haben wir hier noch was zurückgesetzt. Season 7. Dann Tapferkeitsrang zurücksetzt. Da gibt es auch wieder Loot. Nur ein Schwert leider, aber müssen 750er. Power Level Loot sein, das müsste eigentlich okay sein. Wie gesagt, zum Infundieren natürlich immer gern gesehen. Ja, 750er ist okay. Stahl Sibyl Z14 ist auch okay. Ich hoffe mal, ich habe jetzt gar nichts vergessen. Achso, doch, die Menagie startet nächste Woche, ich glaube Dienstag um 19 Uhr mit dem heroischen Part. Ja, in der Menagie, da bin ich auch mal gespannt, was da abgeht. Wie gesagt, spielt auf jeden Fall auch, wie gesagt, Eisenbahner so viel wie ihr könnt. Wie gesagt, wenn ihr euer Power Level hochziehen möchtet, da bieten sich halt die Beutezüge an. Die dauern zwar alle ein bisschen, die fertig zu machen, die Beutezüge beim Eisenbanner, aber die lohnen sich halt, wie gesagt, immer mächtige Ausrüstung. Die ziehen euch hoch. Und ja, und zudem natürlich noch hier die Eisenbanner-Quest hier. Bewaffnet und gefährlich. Wie gesagt, da geht's immer weiter. Wenn ihr die einen Part erledigt habt hier, da könnt ihr zu Saladin und eine mächtige Ausrüstung abholen. Also das ist schon ganz nett gemacht. Das passt schon. Auf jeden Fall auch spielen. Ja, eigentlich habt ihr so viel zu tun. Ja, da guckt ihr doof. Ich auch. Aber wie gesagt, das ist echt gut für neue Spieler zum Beispiel, dass man halt nicht so viel zu tun hat. So, jetzt gucken wir erstmal nach, was ich hier noch so habe. Also, ich habe hier jetzt 3 Primus-Engramme, die ich rauskloppe. Die anderen Engramme sind fast egal. Dann habe ich hier noch das Beste aus Jahr 1 Engramme. Habe ich auch 10 Stück. Ja, dann fangen wir mal eben an, mal kurz mit dem Primus-Engramme an. Mal gucken, was da für Sachen rauskommt. Vielleicht kann ich dir irgendwas gebrauchen von, was gute Perks hat. Was kann ich für dich tun, Titan? Mal schauen. Hau ich erstmal raus hier. So, stell dir nur vor, mit 750, das ist schon mal ganz gut. Mal gucken, wie die Perks so sind. Tobin und hier unter Druck. Ja, geht so. Lassen wir aber erstmal drinnen, einfach zum Infundieren fürs Inventar. Nur was kann ich jetzt auch transferieren zum anderen Char. Wie gesagt, ich muss die anderen Chars auch noch auf 750 bringen. Das dauert noch ein bisschen, aber wie gesagt, der Jäger ist wohl der nächste Char, den ich da hinkriege. Achso, Entschuldigung, warte mal. Stopp. So, wir holen jetzt erstmal kurz das R1-Engramm hier ab. So, das Beste aus R1 so. Und jetzt machen wir hier mal eben kurz alle 10 auf. Ja, es hat auch lange genug gedauert, die zu farmen. Ja, aber wie man die farmt, müssen wir mittlerweile auch wissen. Einfach Einsatztruppenerhöhung einsetzen, gibt 10% EP-Erhöhung beim Farmen für EP, also für die Pflanzengramme hier. Und dann dazu natürlich noch einen Geist hier einsetzen, so einen hier zum Beispiel mit führendes Licht. Alle EP-Gewinne sind um 10% erhöht. Wenn ihr das in Kombination habt mit Einsatztruppenmedaillon, also mit diesem hier, was ihr auch bei Test kaufen könnt, hier, das hier, gibt es 20% EP auf alles. Also das ist auch sehr gut und sollte man auch ausnutzen und auch immer einsetzen. Und andere Truppenmitglieder, mit denen ihr fliegt, dann auch am besten, wenn ihr im Fireteam seid. So, jetzt machen wir hier erstmal die Engramme auf, mal gucken, was rauskommt hier. Ja, gibt ein bisschen mehr Loot hier, mal schauen. Hoffentlich kriege ich nicht gleich schon wieder Disconnect mit Babunfehler. So, dann haben wir hier erstmal EOS Rauschschiff, alte Republik-Shader. Ja, schon mal langweilig, das brauche ich nicht. Wird dann eh gleich wieder recycelt. Dann haben wir hier Lunaria Lumina Transportmittel und Fromiosus Blau. Wie gesagt, da gibt es auch immer Loot raus, ja. Oh, cool. Segel von Osiris. Hm, das ist interessant. Das sieht interessant aus. Mal gucken. Habe ich glaube noch nicht gekriegt gehabt, das ist schon mal gut. Dann haben wir hier einmal Beinrüstung des Optimats. Wie gesagt, da will ich die Rüstung auf jeden Fall vollständig haben, weil die sieht auch interessant aus. So. Hier noch Jadedrache XLIV irgendwas. Cargulo Bosses. Das ist natürlich XLV, ist natürlich irgendwas Römisches, aber komme ich gerade nicht drauf. So, Groovy Tanz hier einmal gekriegt, die Geste. Okay, auch nicht so weltbewegend, sagen wir es mal so. Dann haben wir hier einmal wieder einmal das Optimat. Ich glaube, die Rüstung bald vollständig. Das ist ja schon mal interessant für den Titan. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Können wir uns vielleicht gleich nochmal angucken. Ich glaube, ich habe fast alles. So, oh, roter Zwerg, Waffenornament für
Sonnenschuss? Kann das sein? Muss ich ja nochmal gucken, weiß ich gerade nicht genau. Dann das vorletzte hier einmal. Haben wir nochmal Eos Rauschschiff. Ja, toll. Super, danke. So, letzte Engramm hier. Hat echt lange gedauert, die zu kriegen. So, nochmal Ikoras Eiserner Wille. Das, also, der Loot war jetzt super, läuft. Wie gesagt, hier Eisersrumeion, wie gesagt, kaufen, ne? 50 Glanzstaub. So, kaufen wir hier auch noch was. Und zwar einmal hier gebläuter Stahl für Galanor Jägerornament. Die sehen ziemlich geil aus, wenn man die trägt. Ja. Kaufe ich mir jetzt einfach 1950 Glanzstaub. Ja, solche Dinger kommen jetzt aber auch nicht aus dem Engramm raus, müsst ihr wissen. Ja, die Dinger kommen nicht aus dem Engramm raus, das kann man hier nur kaufen. So, das möchte ich auch gerne kaufen hier, der dankbare Kranich, aber kann ich gerade nicht, weil ich gerade vollgepackt bin. Aber das Ding will ich auch haben. Kaufe ich dann gleich, kostet 2500 Glanzstaub, aber macht nichts. So, aber jetzt gucken wir jetzt erstmal kurz die Sachen an, die ich habe. Gucken wir erstmal jetzt die Poststelle. Ich sehe nach. So, warte mal, da habe ich auch noch ein paar Sachen. Ja, machen wir gleich mal eben so. Erstmal ein bisschen löschen. Ja, ein bisschen durcheinander hier, aber kennt man ja nicht anders bei mir. Wie immer, normal. So, da haben wir hier Lunaria Lumina bekommen. Wie um den Mond geschleudert. Ja, so sieht das Ding auch aus. Brauche ich nicht. Kann weg. So, da haben wir hier Segel von Osiris bekommen. Wenn die Augen klar sehen, muss die Gerechtigkeit nicht blind sein. Fraktalschriftrollen. Okay, so sieht das Ding aus. Warte mal, wie sieht das sonst so aus? Ja, da kann man natürlich auch rumspaßen hier, wie gesagt, mit den Shadern natürlich, ja. Aber so doll gefällt mir das Schiff gerade nicht. Na egal, Hauptsache Exoschiff ist schon mal gut. Jadedrache XLIV. Ja, so sieht das Ding aus. Sieht eigentlich auch interessant aus, ganz nice mit dem Shader. Aber brauche ich nicht, ist kein Exo. Weg damit, gibt es wieder Glanzstaub. Eos Rausch hier einmal. Ja, auch nichts Besonderes. Hau ich auch weg. So, dann haben wir hier noch Ikoras Eiserner Wille bekommen, Schiff hier. Ich würde meinem jüngeren Ich sagen, dass es noch genügend Zeit gibt, sich zur Ruhe zu setzen und einfach die Fahrt zu genießen, Ikora Ray. Das sieht natürlich ein bisschen brutaler aus. Ja, das geht eigentlich. Ein bisschen altbackschen, aber das passt schon, würde ich sagen. So, dann hau ich mal ein bisschen raus hier. Bam, 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 bam. Das löst ihr in Rämmer auch ein, weil dadurch könnt ihr halt eventuell auch Verbesserungskerne kriegen. Das ist schon ganz wichtig. Ja, deswegen auf jeden Fall einlösen. So, wollen wir mal kurz mal gucken, ob ich die Optimatsrüstung vollständig habe. Das sind die Sachen, haue ich jetzt direkt weg. Da gucke ich jetzt auch nicht auf die Perks, auch wenn die vielleicht ganz gut sind. Aber Low Level will ich jetzt nicht haben. Ich will auch nicht infundieren. Wie gesagt, Perks waren jetzt natürlich auch vielleicht gar nicht so schlecht. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt erstmal das wieder Platz schaffen hier und das recyceln. So. Optimat. Ja, hier, guck mal, ich habe, glaube ich, die vollständig. Ne, fehlt noch der Umhang. Sonst habe ich aber alles vom Optimaten hier. Einrüstung des Optimats so. Die Perks sind natürlich meistens nicht so geil. Das nervt mich auch, um ehrlich zu sein. Ja, meistens sind die Perks nicht ganz so geil. Aber wie gesagt, man kann hier auch wieder halt die Mods einsetzen, die man halt in der Menagerie kriegt, wenn man Macht und Wirkung 3 hat. Ich habe ja schon so ein paar. Ja, das kann man hier einsetzen und dann in der Menagerie oder eher gesagt nicht in der Menagerie, sondern hier bei, steht, im Levitan natürlich, kann man da überall halt dann einen Boost kriegen, also auch beim normalen Raid. Also das ist schon ganz geil. Also auf jeden Fall erstmal behalten. So, ich behalte jetzt auch die Sachen erstmal. Gehe jetzt auch nicht näher drauf ein, weil wie gesagt, das ist halt nicht optimal, die Perks. Da muss ich mal gucken, ob ich noch was anderes hole oder so. Das weiß ich noch nicht genau. So, da haben wir hier nochmal das eine Schiff Eos Rausch bekommen. Aber ja, wie gesagt, nichts zu holen da. Also das Ding, das muss weg. Hat keinen Zweck. So, dann haben wir noch eine Geste gekriegt. Groovy Tanz hier. Schaust du dich nur? Können wir suchen. Gerne doch. Das haben wir auch noch gekriegt. Du hast das Lichthüter. Oh, ja. Ich sehe gleich mal nach. Ja, mega am Grooven bin ich, ja. Mega wir am Grooven. Alles da, also keine ja, Eile. Passiert aber nicht mehr. Das ist schon ein bisschen langweilig. Schwer, dann schwer. Haben wir ja noch vielleicht was anderes hier noch irgendwie. Shader, ja, brauche ich nicht. So, da haben wir hier, wie gesagt, gebläuter Stahl gekauft, ja. Aber das Ding ist einfach grandios. Das ist auf jeden Fall kaufen, wenn ihr genug Glanzstoff habt. Und da haben wir hier einmal roter Zwerg bekommen für die Sonnenschuss im Waffenornament. Wenn es laden würde. Sieht auch ganz nice aus. Ja, hat schon was. Geile Farben. Das ist schon ganz, ganz neues. Ne? Ganz neues. So, hier muss man ab und zu mal gucken, was man weghaut und was nicht. Das muss ich mir selber nochmal anschauen. Hier oben haben wir auch noch 2 Engramme. Ja, warte mal, ich brauche noch einen Sparrow-Platz hier. Warte mal, habe ich hier irgendwas? Bereit ja, ach, ich will das eigentlich nicht alles weghauen. Welcher sieht denn richtig blöd aus? Ionenantrieb, den hole ich weg. Suchst du etwas Bestimmtem? So, dafür kaufen wir jetzt den neuen, den ich das wieder vergesse. Willkommen, Hüter. Habe ich auch letzte Woche vergessen.
Aber so, wie gesagt, die Sachen könnt ihr nur so kaufen. Die kommen, so viel ich weiß, nicht aus den Engrammen raus. Da irre ich mich auch. Wenn ich mich irre, dann bitte einmal in die Kommentare. Aber normalerweise kommen die nicht da raus. So, das ist der neue Sparrow jetzt. Frag nicht zu viel. So sieht er aus. Nicht ganz so geil, aber wie gesagt, man kann hier wieder variieren mit dem Shader. Kann ein bisschen umspielen. Von daher ist das schon ganz okay. Und die Exosparrows, die neuen, will ich natürlich auch alle haben. Deswegen kaufe ich auch. Wie gesagt, Glanzstoff muss ich dann irgendwann mal wieder zusammenwursteln. So, dann holen wir nochmal kurz die Primus-Engramme hier raus. Mal schauen, was da für Perks rauskommen. Und was für Sachen überhaupt. Oh, direkt schon wieder. Ich glaube, die Server sind einfach überlastet. So, da haben wir hier einmal gekriegt. Ja, Duke-Typ 44, mit Sendmoment und Selbstladerhalter. Nicht so geil, aber wie gesagt, zum Infundieren natürlich immer gut und schön. Finanzpanzer hier einmal, ruhiges Maschinengewehr, Pistolen zielen, das geht. Und der Rest, da muss man mal gucken. Das ist eigentlich gute Perks für mich. Die drei Sachen kann ich auf jeden Fall gebrauchen hier. Das ist schon ganz gut, aber das Ding sieht halt nicht so schön aus. Aber sonst sind Perks ja auf jeden Fall ganz gut. So sieht man mit meinem Char aus. Das soll es auch schon gewesen sein. Ich habe jetzt nichts vergessen. Wie gesagt, ich bin auch hundemüde. Ich hatte Frühschicht, deswegen hoffe ich einfach, ich habe nichts vergessen. Und sonst geht es hier dann nachher natürlich wieder weiter. Ich muss noch natürlich Wendigo erspielen, muss natürlich noch ganz viel Eisenbahner spielen, muss die anderen Schatz auch noch hochballern und dann nachher mal gucken, wie ich aufgestanden bin. Wird dann weiter geballert. Und mal gucken. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ich gehe nochmal kurz gucken. Ich hab nichts vergessen. Gut, die Sachen kann ich erstmal drinnen lassen in der Poststelle. Nicht so schlimm. So, jetzt gehen wir kurz die anderen Schatz angucken, wie weit die sind. Mal eben kurz abmelden hier. Und dann, wollen wir uns mal kurz angucken. Komm, wir gucken uns nochmal eben an. Aber wie gesagt, es leckt gerade ganz schön. Ich hoffe mal, es liegt nicht an mir. So, wir gucken mal eben kurz an, wie weit die anderen beiden Chars sind. Und dann sind wir hier auch raus. Das reicht noch an Loot und Infos. Hab genug eingesackt, bin damit zufrieden. Die Engramme, das Beste aus Jahr 1, haben die Sachen rausgedroppt, die man auch gebrauchen kann. Das war schon ganz nett. Also von daher alles super. Nur der Baboon-Fehler hat genervt, aber es passiert halt. So wie gesagt, hier, der Jäger, den kriege ich auch ganz schnell. Jetzt auf 747 ist der gerade, aber 750 ist ganz schön nah dran. Der Titan ist ja eh 750 und der Warlock, da muss ich auch noch ein bisschen rumspielen. Das dauert noch ein bisschen länger, aber ich bin auf einem guten Weg, alles richtig schnell hinzukriegen. Wie gesagt, die Waffen vom Titan mit 750 rüber transferieren dann zum Jäger und dann da weitermachen und die mächtige Ausrüstung überholen. Und das macht dann halt mit jedem Char. Ne? Immer die höchste Waffen-Power-Level-Zahl immer zum nächsten Schaden transferieren und dort dann anfangen, halt die mächtige Ausrüstung zu holen. So macht man das. So, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier auf diesem Channel. Bis demnächst. Tschüss, reingehauen.